Das Ende naht in Kirby's Dreamland 3. Und schaut mal, wo wir jetzt hier sind. Oh, schöne Fenster habt ihr aber hier. Wir sind gerade eingedrungen in diesen großen Berg, der aussieht, meiner Meinung nach aussieht wie King Dedede, den wir auch schon aus anderen Kirby-Spielen kennen, so ziemlich eigentlich jeden. Und der kann durch die Wand schießen? Ich hab noch nicht mal gesehen, wie der aussieht, Mann. Und der greift mich einfach instant an. Okay, wir kriegen hier sehr viele Abilities, können uns also entscheiden, welche wir lieber wollen. Ja, welche möchte ich denn, ist die Frage. Möchte ich vielleicht dich? Ja, ich krieg's zumindest nicht. Ja, ist die Frage, welche möchte ich? Ich glaube, ich bleibe erstmal bei Elektroattacke. Okay, jetzt können wir uns hier einen Partner aussuchen. Ich mag ja eigentlich keinen sehr gerne. Deshalb nehme ich ihn. Weiß nicht, wofür ich jetzt hier alles bekomme. Vielleicht kommt jetzt ein Boss-Rush-Modus oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir aufpassen, wie wir reinspringen. Und ganz ehrlich, ich muss wirklich sehr aufpassen wegen so ziemlich allem hier in diesem Spiel, weil... Wenn ihr mal meine One-Ups anschaut, genau, die gibt es nämlich gar nicht mehr. Ich wäre beim nächsten Treffer tatsächlich K.O. Deshalb... Also, was heißt nächsten Treffer? Beim nächsten Death wäre ich K.O. für immer und ewig. Keine Ahnung, was dann passiert, aber muss man es herausfinden? Ah! Muss ja nicht sein, oder? Wenn es nicht muss, dann muss nicht. Verdammt! Aber leider wird das wohl passieren, habe ich das Gefühl. Ich skippe einfach alles durch. Obwohl ich es sehr gut gebrauchen könnte. Und du bist weg. Oh. Das war ziemlich dumm. Ich habe nur gesehen, da kommt ein Gegner auf mich zu. Weg da. Was ist hier bitte für ein Gebäude? Ich kann noch mal mein Char wechseln, wenn ich möchte. Achso, das ist jetzt das Laser. Okay, ja genau, der ist, sie ist besser, weil er hat diesen komischen Controller da. Den ich persönlich lustig finde, aber nicht gerne habe. Ja, nehmen wir mal sie. Wenn das Spiel schon sagt, komm, wechsel doch mal den Char, wechsel ihn doch. Oh Gott, das wird jetzt hier wirklich zu einem Konzentrationsspielchen. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn man Game Over geht. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie das ganze Spiel noch machen muss. Oder die ganze Welt. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen, leider. Deshalb... Ich hoffe, das passiert nicht. Und leider muss ich ja eigentlich nachschauen, was da unten passiert, oder? Oh, oh, nein. Ich dachte, vielleicht wäre da unten ein Secret. Nope. Wir sind down. Game over. Sie haben es alle nicht geschafft. Und das bedeutet was? Okay, wir haben 4%. Nein. Nein, 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 nein. Okay, okay. Ich muss das Level nicht neu machen. Nur das Level neu machen. Oh mein Gott. Das ist ja mega süß. Kommt aus der Nase raus. Versuchen wir nochmal hier einen Bonus abzukrallen. Sollte ja nicht so schwer sein. Komm mal her hier. Please. Ah, er will nicht. Er will nicht. Vielleicht traut er sich genauso wenig wie ich. Jetzt haben wir. Dankeschön. Kumpel, du wirst nicht mehr gebraucht. Du darfst gehen. Aua. So, da kommen wir mit Kirby alleine nur dran. Aber kein Problem. Full Heal. Und wir machen einfach ab hier das Level jetzt wieder weiter. Denn jetzt kamen ja sowieso die anderen Animal Buddies. Genau. Na, fein. Ich nehme von Rick. Kein Problem. So, ich müsste wie gesagt aufpassen. Und jetzt weiß ich, dass da unten kein Secret oder sonst was ist, ja. Kann meine Spürnase, also die hier, kann ich ruhen lassen. Die wird gerade nicht gebraucht. Du wirst auch nicht gebraucht, tschüss. Deshalb kam er auch nicht mehr wieder hoch. Jetzt merke ich es erst. Der kam nicht wieder hoch, weil er nicht mehr existierte. Er ist in den Abgrund gestürzt. So war das. Okay. Was wird dieses Level noch zu bieten haben? Außerdem habt ihr eigentlich das süße Icon gesehen, ganz am Anfang von diesem Level. Aua. Das sah aus wie eine süße Katze oder so. Vielleicht ist die Person ja nett. Vielleicht können wir der Person ja helfen. Ich weiß es nicht. Hier sind Stacheln. Okay, gut, die können wir nicht nehmen. Dann lassen wir es einfach. Kann ich den killen?
wenn ich näher rankommen würde. Leider hat Rick einen sehr langen Aufbaustart, wenn er sich bewegen möchte. Also er braucht länger, bis er endlich sich bewegen kann. Verdammt, hört mal auf hier. Ist ja total nervig. Boah, nee. Komm. Zweiter Game Over incoming? Das ist schade. Ich wollte das ganze Let's Play eigentlich ohne Game Over machen, aber... Naja. Ein zweiter Game Over wäre jetzt aber wirklich unnötig spielen. Also, come on. Also, come on. Das wäre jetzt schon unnötig. Was zum... Wie soll ich denn da drankommen? Mit so einer langsamen Ability. Wow. Danke, Spiel. Vielen Dank, dass ich mir nochmal die Nase reiben muss. Und den nehme ich jetzt mit. Dafür gebe ich aber Rick leider weg. Na gut, mit Invisibility sowieso nicht so gut, nur lustig. Dieser Schneemann. Bonk. Und Bonk. Fun Fact, habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass es ein Japan-exklusives Kirby SNES-Spiel gab. Oder eher gesagt Famicom, weil Japan-exklusiv. Super Famicom-Spiel gab von Kirby. Oh, hi. Wo es den gleichen Artstyle gab wie hier. Nur... Ja, das Gameplay war, glaube ich, so ein Puzzlespiel. Und, ich glaube, das kam nie zu uns nach Europa, sage ich jetzt mal, oder allgemein außerhalb nach Japan. Weil das Spiel gegen Ende der SNES rauskam. Oder von Famicom. Und man sich dachte, ja, nee, jetzt noch ein Spiel für die Konsole rauszubringen, lohnt sich nicht. N64 ist ja schon vor der Tür. Das ist zumindest das, was ich weiß. Hab ich auch erst letztens erfahren und ich dachte, ich erzähl's euch mal, weil ich das ziemlich interessant finde. Dass es ein weiteres Kirby-Spiel gab in diesem Artstyle, auch wenn es halt so ein Japan-exklusives Random-Game ist. Finde ich es trotzdem very interesting und boah, das ist ja eine coole Ability mit ihm. Das ist so ein Blitz einfach. Boah, knapp. Hab auch noch nicht gesehen. Was zum Teufel bist du bitte? Naja, daran kommen wir leider nicht. Was soll's? Cool. Cooler Raum. Wo ich einfach dreimal getroffen werde und wo ich nichts machen kann. Weil ich nicht schnell genug war. Oder irgendwie sowas. Eieiei. Müll. Oh nein, Kirby! Das ist wieder der Fake-Kirby. Okay, was macht er? Er zeigt uns was, oder? Ich glaube, dieser Fake-Kirby wird uns immer was zeigen. Der greift uns nicht an. Ich meine, guck ihn dir an, ob der uns angreift. Das ist so süß. Er sieht, glaube ich, aber auch nur so aus wie Kirby. Ich glaube, dass es wirklich Kirby sein soll. Okay, mehr macht er nicht. Ich dachte, er macht doch irgendwas. Tut er aber nicht. Nein, nein. Und warum seid ihr beide wieder hier? Also traurig. Behalt den Blitz. Der ist ziemlich cool, yeah. Oh. Oh, ich nehme die Feuerability. Nee, tue ich nicht. Nee, tue ich nicht. Nee, tue ich nicht. Blitz ist cooler. Als dieser Dash nach unten. Obwohl er hier vielleicht nützlicher wäre. Was zum Teufel? Mario Bros. Feuerballen. Balken. Oh Gott. Nur ohne Feuer. Ihr seid nicht echt. Das ist natürlich blöd. Aber die Ability kann ich leider nicht benutzen. Du bist echt? Hä? Wieso kann ich ihn noch voll nicht einsaugen? Den anderen könnte ich auch schon von meinem weg einsaugen. Komisch. Langsam und sputig. Bisschen die Tür säubern, damit wir durch können. So einen Raum haben wir schon mal gesehen. Manchmal, nicht immer, aber in diesem Raum alle werden lebendig. Aber das ist tatsächlich ziemlich einfach. Aber man kann sich gut darauf vorbereiten. Torpedohaie haben wir hier. Ich habe ein bisschen was geklaut von deren Schatz. Ein bisschen. Oh, damn. Scheint so, als werde ich wohl noch einen zweiten Game Over ertragen müssen. Aber bitte nicht in diesem Level. Bitte nicht. Generell nicht. Am besten. Aua. Was seid ihr denn für Viecher? Ich kann nichts mit denen anfangen. Wortwörtlich.
Na gut, einfach ignorieren, die verstecken sich in der Wand. Stellt euch vor, ihr habt eine neue Tapete und dann wollt ihr sie auswechseln mit eurer jetzigen und dann seht ihr einfach diese komischen Typen, die einfach in deiner Wand leben. Hinter der Tapete. Da will ich auf jeden Fall Angst bekommen. King DDD weiß vielleicht davon gar nichts, ich weiß es nicht. Stimmt, was ist eigentlich mit ihm? Eigentlich ist er ja gar nicht wirklich böse. Und hier ist die Katze. Oh, das ist wie Nago eine Katze. Hä, aber Nago gab's doch gar nicht in dem Level. Hä? Oder habe ich ihn verpasst, weil er irgendwo geheim versteckt? Das muss ich nochmal nachschauen. Das ist ja sehr kurios. Und danke, Spiel, für das One-Up. Das habe ich nötig. Genau. Es gibt wirklich keinen Nago in dem Level, deshalb geht einfach in irgendein Level, zum Beispiel das allererste Level des Spiels, zurück. Holt euch dann aus dem jeweiligen Level Nago und geht dann wieder zurück in das neue Level. Ihr müsst dafür übrigens nicht das Level zu Ende spielen, habe ich gerade herausgefunden. Ihr könnt einfach auf Exit gehen und dann wieder zurück in das Level gehen. Ja, das Ganze jetzt nochmal, das ganze Level nochmal mit ihm machen. Let's go. Das Level ist eigentlich ziemlich einfach mit Nago und seiner Pixability. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert hat, war der Kanonenraum. Aber ansonsten alles gechillt. Und hey, seine Freundin ist glücklich. Yay. Woo, yippie. Er guckt sie an. Sie guckt ihn an. Wir sind alle glücklich. Wunderbar. Aber wir haben genug Zeit vertrödelt. Während ich busy war, das Level zu schaffen und ein paar One-Ups zu ergattern. Ich meine, warum nicht? Haben wir leider so viel Zeit verloren. Wir müssen weitermachen. Und hier sehen wir ein hübsches junges Mädchen. Eine Engelin, könnte man sagen. Mal gucken, was so eine Engelin hier an diesem Ort macht. Vielleicht sollten wir ihr helfen. Und was ist das für eine Musik? Whee! Geht der total ab oder was? Also, das ist ein nerviges Level hier bisher. Okay, kann man sich seinen Pferden aussuchen? Ich bleibe einfach bei Nago. Ich mag Nago. Das ist ganz cool. Ja, One-Up war die richtige Entscheidung. Einfach immer Mitte, immer die goldene Mitte. Es ist immer die Mitte, Leute. Ich hätte mir nochmal Chuchu nehmen können. Aber ich glaube, von allen mag ich Nago. Aua. Am meisten tatsächlich. Hö, achso, die Tür ist unecht. Aha. Ah, ist nicht alle unecht. Okay. Die hier ist echt. Echt gefährlich. Ja, ich wollte natürlich die Elektrobility, das war ja gewollt. So, aufladen und durch hier. Wir haben eine Regenbogenfeder. Können wir mit Ho-Oh holen? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Boss-Rush. Oder zumindest einen Mini-Boss-Rush, weil die ganzen Mini-Bosse, die wir in jeder Welt... Aua! Verdammt, lass mich doch mal ausreden. Die ganzen Mini-Bosse, die wir in jeder Welt gesehen haben, wollen anscheinend nochmal einen Auftritt bekommen. Und meine Güte, wenn du unbedingt meine Elektro-Ability haben willst, dann nimm sie dir. Oh oh. Hat nicht funktioniert. Dann nimm sie dir. Idiot. Bam, bam, bam. Welcher war aggro? Die Katze macht Gewalt hier. Krach. Oh, wir müssen sehr viele Federn scheinbar sammeln. Immer die neueste Ability nehmen, würde ich sagen, ist eine gute Taktik. Wir brauchen schon alles zu bekommen. Bam, bam. Und was macht der nochmal? Mich killen. Das macht er. Ja. Was soll ich sagen? Ganz ehrlich, mit. Ja, komm, egal. Boss Rush ist sowieso interessanter. Ohne Ability. Also von da. Muss mir nur irgendwas droppen. In meine Richtung am besten. Danke. Nochmal? Da kannst du noch was treten oder so? Oder, was macht denn jetzt? Macht den Beyblade. Das ist wie eine Pyramide auf einmal. Ich warte drauf, bis er mir etwas hinschiebt. Aber will er nicht? Was macht er denn hier? Hier kann ich ihn aber nicht angreifen, oder? Ich wüsste jetzt nicht wie. Ich denke aber auch nicht. Hoffe mal auch nicht. Sonst habe ich die ganze Zeit was falsch gemacht. Und warum? Ah, jetzt greift er mich an. Ach so, wahrscheinlich muss ich an der Wand stehen, damit er mich angreift, oder?
Und ich kann den Raum, glaube ich, auch skippen. Die Tür ist da einfach da. Vielleicht geht das sogar. Oder der Türrahmen ist nur da und die Tür selber nicht. Das kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Dankeschön. Mach nochmal. Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Okay, dann muss ich mal hier drüber. Bam! Ein Hit will er noch. Das ist ein echt nerviger Gegner. Der Steinklotz, der ist doch okay. Aua. Ja, der ist einfach der Steinklotz, nur nerviger. Verdammt. Ah nein, da muss ich hin. Ich brauch das. Und dich brauche ich auch. Er lebt noch. Ernsthaft? Nein, tut er nicht. Er ist in meinem Magen. Ich habe seinen Fallschirm. Den brauchen wir für die nächste Feder. Er kriegt immer ein bisschen was Heilung. Das finde ich auch nett. Okay. Der Snowman. Den wissen wir jetzt mittlerweile, wie der geht. Immer dashen lassen. Und danach können wir ihn erst angreifen. Aber um die Sache zu beschleunigen, habe ich hier was zum Angreifen. Er muss mich nur andashen. Tut er aber nicht. Ah, nee, das war der, das ist ein anderer Snowman. Den muss einfach nur so... Oder? Nee. Hä? Nee. Hat nur gerade aus irgendeinem Grund trotzdem funktioniert. Alles klar. Oder vielleicht immer, wenn er seinen Kopf nach drüben schwenkt? Vielleicht immer dann? Ach, keine Ahnung. Was soll's? Wen juckt's? Den haben wir durch. Leider ein bisschen zu viel Leben hat er mir genommen. Aber muss ich ja wissen, wie ich hier kämpfe, wie ich hier spiele. Okay, ich nehme mal die Ability, wenn die mir hier auf dem Serviertablett gepackt wird. Was ist denn das hier? Immer wieder die Feder nehmen. Und der nächste Boss, der Besen. Den können wir auch einfach zuspammen, glaube ich. Oh, auf mich zu fegen. Aua. Aua. Ich hätte mal gerne Ability wieder. Danke. Ey, meine Ability. Verdammt. Aber der ist nicht schwer. Ich stelle mich nur gerade extrem schlecht an. Aber mein Kumpel kann das ja für mich tun. Ne? Nein? Nein, kann er nicht. Kann er wohl nicht. Komm, Fuß doch mal. Bam. Hab ich dich. Gott, der Kampf hätte viel besser ausgehen können. Naja, was soll's. Ich lebe ja noch. Und krieg noch mal ein bisschen was Heilung. Ich habe ja noch die Hälfte Leben. Ich habe noch 3 One-Ups. Das sollte reichen, oder? Du brennst ein bisschen, Kumpel. Dann müsste ich mal auspusten, oder? Was meinst du? Achso, oh. Not good. Nein! Ach, das kann doch nicht da sein! Aber okay, der ist straightforward. Der ist, easy. Würde ich gerne sagen, wenn ich mich nicht ständig treffen lassen würde. Ich werde mindestens einmal down gehen, oder? Oh Gott. Was soll's? Das ist meine Ausrede jetzt, meine neue. Was soll's? Bumm. Komm mal her. Schon ziemlich heiß, Brudi. Kann ich gut gebrauchen. Für die nächste Feder. Wie viele Federn brauchen wir bitte? Was hatten diese Engel da mit vor? Oder dieser Engel. Oh, das war der. Ich weiß, ob wie der ging. Der dasht. Alle, gefühlt die meisten Bösse dashen. Und dann gegen ihn hauen. Während er keine Stacheln mehr hat. Hm. Zack. Und zack, Double Hit. Nice. Das war episch. Zack. Einmal muss ich noch treffen. Und er muss ich noch zweimal treffen. Was er sehr gut hinbekommen könnte. Und wahrscheinlich auch tut. Yes, ich hab ihn. Und ich lebe noch. Gegen die Peaks Ability. Die Eagle Ability mit Kirby. Und das waren alle Bässe. Und das Geräusch sagt mir, dass wir alles richtig gemacht haben. Und somit. Von diesem Engel. Das letzte Ding bekommen. Dann nehmen wir das mal mit. Und somit sollten wir jetzt alles haben. Und mal vollkommen aufheilen. Damit wir dann in der nächsten Folge King Dedede eine reinhauen können. Ich meine, was soll denn das? Guck ihn dir an.
Er ist auch genervt. Genauso wie ich. Du hast kein Like da gelassen. Tu das schnell. Das Video ist gleich vorbei.